Geht das jetzt? Hallo, hallo. Ist offen, genau. Danke. Lass dich von den Profi leiden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Sportdirektors, Hasan Salihamidžić. Das ist relativ kurzfristig erfolgt, die Einladung. Umso mehr sind viele erschienen. Vielen Dank dafür. 17:15, auch sicher nicht die übliche Zeit für eine Pressekonferenz. Der Grund ist einfach der, der Hasan Salihamidžić wollte sich zuerst bei der Mannschaft, bei Cheftrainer Carlo Ancelotti und bei seinem Trainerteam vorstellen, bevor er dann direkt zu Ihnen kommt, um sich hier Ihren Fragen zu stellen. Morgen wird er schon beim Audi Cup auf der Bank sitzen. Daher für Sie jetzt die Möglichkeit, direkt und ziemlich nah dran Ihre Fragen zu stellen. Aber zuerst vielleicht, Karl-Heinz Rummenigge, vielleicht wenn Sie schildern, wie kam es zu der Verpflichtung von Hasan Salihamidžić und was ist sein Aufgabengebiet, wie lässt sich das beschreiben? Ja, erstmal ein Grüß Gott auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Meine Uli und ich, wir haben uns die Wahl ziemlich schwer gemacht, muss ich sagen. Und bei uns galt immer der Satz, hier spielt Qualität, der richtige Mann, die entscheidende Rolle und nicht irgendwie ein Schnellschuss, dass wir da jemand kurzfristig installieren wollten. Ich denke, es ist nichts Neues, dass wir im Club festgestellt haben, dass die Position des Sportdirektors aus- und erfüllt sein muss. Wir haben mit Hasan einen Mann zum FC Bayern jetzt geholt, der ja den FC Bayern gut kennt. Er hat einige Jahre hier bekanntermaßen als Fußballprofi gearbeitet. Ich würde sagen, er ist ein Mensch, gegen den ich als Spieler früher nicht gerne gespielt hätte, weil er extrem fleißig auf dem Platz war. Ein Mensch, der immer Vollgas gegeben hat. Und ich glaube, Hasan, wenn ich ihn an so zwei Beispielen charakterisieren müsste, dann würde ich sagen, er war bei zwei interessanten Ereignissen dabei. 1999 Barcelona, als wir alle zu Tode betrübt am Ende des Tages 2-1 den Platz verlassen mussten, von Manchester United da in der Nachspielzeit besiegt und dann zwei Jahre später in Mailand, als wir auf der Tribüne durchaus schon etwas unruhig wurden wegen dem Verlauf des Spiels, aber dann eben noch als zufriedener, glücklicher Sieger vom Platz ging, ganz einfach, weil die Mannschaft dort diese Charakteren, die Hasan auch immer ausgezeichnet haben, dort eben eingebracht hat. Hasan, denke ich, ist ein integrer, sehr fleißiger, seriöser, loyaler und ich würde auch sagen sehr ausgeschlafener Mensch, der im Übrigen 5 Sprachen spricht. Damit kann er auch mit allen Spielern, die wir drüben haben, jeweils diskutieren, besprechen, was notwendig ist. Er verfügt darüber hinaus durch die Zeit sicherlich hier bei Bayern München, aber auch durch seine Jahre, die er in Italien verbracht hat, über ein großes Netzwerk, was in seinem Job sicherlich sehr hilfreich sein wird. Und wir haben totales Vertrauen, dass er diesen Job so macht, wie er ihn machen muss. Er wird einen Vertrag, den hat er noch gar nicht unterschrieben, ich glaube, das wird morgen der Fall sein, einen Vertrag bis zum 30.06.2020 unterschreiben. Also er wird hier zumindest für die nächsten 3 Jahre der verantwortliche Mann sein. Er wird die Position auch des Sportdirektors bekleiden. Das war auch für ihn überhaupt keine Diskussion oder irgendeine Thematik. Er wird mir als zuständigem Vorstand unterstellt sein, aber damit auch der Einzige. Und ansonsten glaube ich, hat er hier alle Verantwortung, alle Vollmachten, die man in seinem Job braucht. Er wird zuständig sein, ganz einfach für den Fußball. Er soll Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft, Trainer und Verein sein mit allen Kompetenzen und allen Verantwortungsbereichen, die notwendig sind und darüber hinaus sicherlich auch die Bereiche Scouting, Jugendakademie, die wir demnächst ja eröffnen werden, verantwortlich zeichnen. Also er wird ein Mann sein, der hier sicherlich im Fußball in der Zukunft eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird. Und damit möchte ich es für den Moment belassen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Hoeneß. Was ist Ihre Einschätzung zum neuen Sportdirektor? Ja, ich glaube, wir, Karl-Heinz und ich, wir haben nach dem Weggang von Matthias Sammer gedacht, dass das
eine Zeit lang ganz gut gehen wird ohne Sportdirektor. Wir fanden die Möglichkeit und die Notwendigkeit, jetzt sehr schnell was zu machen, nicht so gegeben. Aber in den letzten Monaten ist uns völlig klar geworden, dass es dringend notwendig ist, dass wir diese Position neu besetzen müssen. Wir haben verschiedene Überlegungen gehabt und vor einigen Wochen schon, nicht jetzt die letzte Woche, kam Karl-Heinz mit dieser Idee und hat gesagt, was meinst du, der Hassan, der macht so einen guten Job bei uns, wenn er mit dem Verein unterwegs ist, alle loben ihn. Und dann ist bei mir auch so wie ein Klick gegangen, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe dann zum Karl-Heinz gesagt, ja, ich glaube, das wäre genau das, was wir brauchen. Wir haben ja schon seit einiger Zeit gesagt, der FC Bayern muss einen neuen Weg finden. Weg von 100 Millionen Transfers. Wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln. Wir müssen Nachwuchsleistungszentrum richtig forcieren. Wir müssen eine gute Stimmung zwischen Fans, zwischen allen Beteiligten in diesem Verein schaffen. Und wer liegt dann näher als Hasan Salihamidžić? Ein Mann, der von ganz unten kam, als kleiner Bub nach Hamburg gekommen ist mit 16 Jahren, ohne Eltern, sich durchgebissen hat. Beim HSV, dann beim FC Bayern. Keiner hat ihm das zugetraut. Dann ist er von uns aus nach Turin gegangen, hat dort auch sehr gute Leistungen gebracht. Er kennt den FC Bayern von der Pike auf. Karl-Heinz hat es richtig gesagt, alle Höhen, alle Tiefen miterlebt. Was wir jetzt brauchen, ist ein Mann, der das Vertrauen der Spieler hat, der das Vertrauen des Vorstands hat und der auch das Vertrauen der Fans hat. Und da sind wir überzeugt, dass wir mit ihm den Mann gefunden haben, den wir lange gesucht haben, und deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Danke. Hasan, was sind deine Ziele als Sportdirektor? Wie gehst du deine Aufgabe an? Ja, erstmal muss ich sagen, als ich vor 20 Jahren hier oder vor 19 hier mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß einen Spielervertrag unterschrieben habe, war das für mich die nächsten 9 Jahre kein Arbeitsverhältnis, sondern so ein Familienanschluss. Das ist ein ganz besonderer Club. Hier, der FC Bayern, ist für mich damals alles gewesen. Ich habe mich 100% mit dem Club identifizieren können und das kann ich bestätigen, dass das bis heute so ist. Dann bin ich nach 4 Jahren nach Turin gegangen, aber für mich war immer klar, ich werde immer zurückkommen und hier in München wird meine Basis sein, meine Heimat sein, weil meine Kinder sind auch hier geboren. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit meiner Frau hier und wir sind zurückgekommen, fühlen uns sehr wohl. Und ja, als Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auf mich zukamen und mich gefragt haben, ob ich Sportdirektor werden möchte, war mir sofort klar, dass ich das machen möchte. Ich habe das natürlich mit meiner Frau und Kindern abgestimmt, aber es war mir sofort klar, dass ich das machen möchte, weil ich kenne den FC Bayern. Ich bin in den Jahren, wo ich auch hier nicht war und auch in den letzten 5 Jahren in Kontakt gewesen mit vielen Mitarbeitern des FC Bayern, vielen Spielern, auch natürlich Physios, und kenne alle Strukturen im Club. Und ihr kennt mich alle, wie ich als Spieler war. Ich war immer 100%, ich habe immer 100% gegeben, in jedem Training, in jedem Spiel. Und genau so werde ich meine Aufgabe hier als Sportdirektor anpacken. Ich werde erstmal versuchen, für die Spieler da zu sein. Ich werde 24 Stunden, 7 Tage die Woche für die Spieler da sein. Und erstmal mich natürlich hier einarbeiten und freue mich sehr auf meine Aufgaben. Vielen Dank. Zu Ihren Fragen, Taufik. Wären Sie dann auch so, wie der Matthias Sammer das früher gemacht hat oder als Uli Hoeneß diese Funktion noch hatte, mal der Mannschaft klar und deutlich sagen, wenn sie was stört, oder auf der anderen Seite sich vor die Mannschaft schmeißen und mit uns regelmäßig streiten? Sehen Sie so, was als Ihre Aufgabe? Ja, selbstverständlich gehört es dazu, dass man sich unter Männern immer ehrlich sind, dass man sich vertraut natürlich. Genau das brauchen wir in unserer Kabine, dass man 100% loyal zueinander ist, und das werden wir machen. Mit euch natürlich, das gehört heutzutage dazu, dass man mit den Medien professionell arbeitet. Ist ja klar, ist ja mein Job. Aber
die Kabine ist für mich heilig. Unser Kader ist einer der besten Kader der Welt. Wir haben einen der besten Trainer der Welt und natürlich unsere Führung. Und deswegen, die auch Weltklasse ist. Und wenn wir alle an einen Strang ziehen, dann bin ich mir sicher, dass wir eine große Chance haben, große Erfolge zu feiern. Jawohl. Die Konstellation bei Bayern ist ja schon besonders. Also Sportdirektor in anderen Vereinen, klar, ist verantwortlich für Kader, Einkäufe und so weiter. Ihr habt schon Michael Reschke, das nehmen wir zwei der mächtigsten Männer wahrscheinlich im Weltfußball, auf jeden Fall Europas Fußball. Wie schwer oder wie einfach wird es dir fallen, dich da zu integrieren? Und bist du mehr für die Mannschaft wirklich zuständig? Oder wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, alle Kompetenzen, also verhandelst du auch Zugänge zum Beispiel? Das war ja, ich meine, er ist zuständig grundsätzlich für die Bereiche Nachwuchs, Scouting. Er ist damit auch Vorgesetzter von Michael Reschke. Er wird sicherlich auch bei allen Transfergesprächen in der Zukunft da sein, wenn es um Kaderplanung geht etc. Ist ja bekannt, dass nicht einer alleine verantwortet, sondern dass es eine Gruppe ist, der Trainer, Uli, ich, Jan Dresen, der für die Finanzen zuständig ist, dass wir das als Gruppe diskutieren. Aber er wird natürlich die ganzen Dinge in der Zukunft dementsprechend verantwortlich zeichnen. Und dementsprechend ist er, was den Fußball betrifft, hiermit eine extrem wichtige Persönlichkeit qua dem heutigen Tag. Aber eines muss auch klar sein, dass es keine Vertragsverhandlungen in dem Verein geben wird, bei denen Hasan Salihamidžić nicht mit am Tisch sitzt. Da ist noch ein Vorteil, dass ich zu Karl-Heinz Rummenigge ein super Verhältnis habe, genauso zu Uli Hoeneß. Und wir vertrauen uns und wir sagen uns alles ins Gesicht. Und ich glaube, das zeichnet oder hat immer den FC Bayern ausgezeichnet, dass man ehrlich miteinander umgegangen ist, dass man Diskussionen geführt hat. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Würdest du sagen, es ist ein Traumjob? Selbstverständlich, sonst hätte ich das nicht gemacht. Herr Rummenigge, Sie geben ja einem Berufseinsteiger sozusagen jetzt eine Chance. Welche Rolle hat das denn in Ihrer Bewertung oder Ihrer Entscheidung gespielt? Also, wenn ich ehrlich bin, hat es keine dramatische Bedeutung gespielt, weil ich habe auf links außen zu Ihrer Rechten, haben wir, glaube ich, den prominentesten Neueinsteiger damals gehabt, als ich Spieler war, 1979, glaube ich, Uli. 1979, als ihm der damalige Präsident Willem Neudecker zum FC Bayern als Manager geholt hat. Also ich glaube, Uli war eigentlich Mr. Manager in der Bundesliga und hat den Job Learning by Doing gemacht und hat ihn perfektioniert, würde ich sagen. Und ich bin überzeugt, ich habe ja gesagt, Hasan ist ein sehr ausgeschlafener Mensch, der viel erlebt hat, der, glaube ich, weiß, was notwendig ist. Und ich würde sagen, er ist dieses Mosaikstückchen, das uns noch gefehlt hat, damit wir auch in diesem Jahr wieder eine sehr erfolgreiche Saison spielen werden. Und davon sind wir überzeugt. Wir waren ja eben in der Kabine, haben Hasan da offiziell vorgestellt. Er hat auch einige Worte an die Mannschaft gerichtet. Und als wir uns dann da umgeschaut haben, die Qualität dieses Kaders da uns angeschaut haben, plus dem Trainer, da muss ich offen und ehrlich sagen, da müsste es ja fast mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht dieses Jahr auch Erfolg haben werden. Plus dann geht es eben Hasan. Hanna Reif. So, das war dann Klaus. Dann danach. Machen wir danach einfach. Eine Frage, es wurde gerade schon angesprochen, Sie werden auf der Bank sitzen. Sehr unterschiedlich bei Sportdirektoren. Die einen sitzen auf der Tribüne, die anderen auf der Bank. Haben Sie das so für sich gewählt? Ist Ihnen das besonders wichtig und glauben Sie auch, nur so können Sie den Job eben zu diesen 100% ausfüllen? Das war mir von Anfang an klar. Das, also für mich ein Sportdirektor muss nahezu zur Mannschaft sein. Haben wir auch darüber gesprochen, aber das war eindeutig klar, dass ich auf der Bank sitze. Das haben wir nie in Frage gestellt. Wenn man eine Mannschaft und eine Struktur kennenlernen will, muss man auf der Bank sitzen. Man muss in der Kabine vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel. Manchmal kann man anschließend eine Woche in Urlaub gehen, aber an diesen Tagen, in diesen Minuten und Sekunden, da entscheidet sich oft sehr vieles. Und in diesem Geschäft gibt es viele Dinge, die nicht im Handbuch nachzulesen sind, sondern die man selbst erlebt, die man aus dem Bauch entscheiden muss, die ganz wichtig sich oft entscheiden
gehst du morgens aus dem Haus, du weißt gar nicht, was passiert, und am Nachmittag ist eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Und das kann man nur am besten lernen, indem man mit denen man tagtäglich zu tun hat, bei jeder Tages- und Nachtzeit dabei ist. Christian Park. Fünf Sprachen sprichst du? Ich käme jetzt auf vier. Hörst du mal alle fünf? Also Englisch, Italienisch, Bosnisch, Serbo-Kroatisch, Spanisch. Meine Frau ist in Spanierin. Und ein bisschen Deutsch. Jetzt. Ja, genau. Wir waren gerade kleiner Pika mit Carlo Ancelotti. Er sagte, er braucht nicht unbedingt einen Sportdirektor. Muss man ihn ein bisschen überzeugen oder muss man ihn vielleicht auch den neuen Kompetenzen ein bisschen näher bringen? Oder was haben Sie für einen Eindruck, dass er, wie er mit der Situation umgeht? Also ich habe mit ihm jetzt noch nicht unter vier Augen gesprochen, aber Karl-Heinz Rummenigge hat ihn ja am Freitag informiert schon. Und er hat mich dann angerufen und hat gesagt, der Carlo war total begeistert von dieser Idee. Er kann sich ja mit Hassan auch auf Italienisch unterhalten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er da auch nur im Mindesten irgendein Problem damit hat. Ja, ich habe ja gesagt, wir brauchen dort ein Bindeglied zwischen Trainer-Mannschaft, zwischen Mannschaft-Trainer und dem Club, also dem Vorstand. Und ich konnte das nicht leisten, Uli sowieso nicht, der ja auch nicht jeden Tag hier im Büro ist. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Es war auch mir nicht zeitlich möglich, muss ich sagen, weil es muss jemand sein, der wirklich jeden Tag beim Training ist, der bei den Spielen sowieso dabei ist, der im Trainingslager dabei ist. Also wir brauchen jemanden, der ganz einfach hier, ist kein Aufpasser für Carlo Ancelotti, damit wir uns hier nicht missverstehen, zu dem wir totales Vertrauen haben, aber einfach einer, der im Sinne des Clubs die Dinge so bewältigt, dass wir am Ende des Tages eine erfolgreiche Saison spielen und der ganz einfach die Dinge auch so bewältigt. Und ich habe jetzt hier leider kein Glas vor mir. Wenn ich Hassan beschreiben müsste, sage ich mal, mit einem Objekt, dann würde ich sagen, ein halbvolles Glas ist vielleicht bei vielen halb voll, bei Hassan ist es immer halb voll einfach und nicht halb leer. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt, weil er war ja jetzt mit uns auch auf der Tour in Singapur und Hassan war möglicherweise der Einzige auf der ganzen Tour, der immer gute Laune hatte. Und ich glaube, er ist ein total positiv denkender Mensch und deshalb passt das auch zu Carlo so gut. Als ich ihn am Freitag informiert habe, war er total zufrieden und hat gesagt, gefällt mir auf Italienisch mi piace, also es gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr zufrieden, weil die zwei hatten ja auch während der Tour das ein oder andere Gespräch und deshalb bin ich überzeugt, dass die zwei auch gut zusammenpassen und gut zusammenarbeiten werden. Manuel. Brazzo ist ja auch ein bisschen, du warst immer nah am Verein, auch als Markenbotschafter, die Entscheidung, die Sportdirektoren, es gab viele Namen, Max Eberl hat auch gesagt, wie sehr war es für dich überraschend, als dann eben die Bosse auf dich zukam? Was ging dir da durch den Kopf? Ich habe mich sehr gefreut. Natürlich habe ich nicht darüber bis dahin nachgedacht, aber Uli hat mir angerufen, weil Karl-Heinz Rummenigge die Idee hatte und ja, ich habe mich sehr gefreut. Eigentlich habe ich sofort gedacht, das mache ich. Habe aber wie damals, wo ich den Spielervertrag unterschrieben habe, habe ich zu Uli gesagt, ja, ich werde jetzt mal mit meiner Familie reden, mit meinen Kindern und Frau, aber das ist auch für mich ganz normal gewesen, dass der Club mehrere Optionen sich offen hält. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für den Club. Aber ich weiß, was wir für super Gespräche geführt haben und deswegen freue ich mich sehr auf die Aufgabe. Tom Hoffmann. Mats, was geistert, du hast es schon kurz angerissen, viele Namen. Philipp Lahm war so eine Art Wunschposition oder Wunschkandidat. Max Eberl, noch ehemalige Spieler, wurden behandelt, zuletzt in den letzten Wochen und Monaten. Ist das irgendwo ein Problem für dich gewesen, vielleicht nicht diese Lösung Nummer A gewesen zu sein? Habe ich gerade beantwortet. Du wolltest sagen Notlösung. Ich fühle mich überhaupt nicht so, weil ich eben genau weiß, wie wir Gespräche geführt haben, wie wir miteinander umgehen, wie viel Vertrauen wir
gegenseitig uns aufbringen und deswegen, das ist für mich überhaupt kein Problem. Wie ich schon gesagt habe, das ist auch ganz wichtig gewesen, dass der Club mit mehreren spricht und am Ende kann ich nur sagen, dass ich mich auf die Aufgabe freue. Sie haben gesagt, Sie haben sich die Auswahl nicht leicht gemacht und wir kennen ja alle die Geschichte, wie lange das alles gedauert hat. Gibt es rückblickend für Sie Momente, wo Sie sagen, also den Punkt, den hätte ich mir vielleicht anders vorgestellt, wie die ganze Suche lief? Nein, ich meine, Uli und ich, wir haben ja oft darüber diskutiert, wer könnte der Sportdirektor, der Nachfolger ganz einfach von Matthias Sammer hier sein. Es ist ja bekannt, dass wir im Dezember mit Philipp gesprochen haben, der das dann eben entschieden hat, dass er das im Moment nicht machen möchte. Er hat im Übrigen auch 5 Jahre jetzt zwischen seinem letzten Spiel und dem heutigen Tag verbracht. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn man eine Zeit zwischen der aktiven und dann eben dieser neuen zweiten Karriere hat, verbringt. Das ist, glaube ich, völlig normal. Es ist wichtig, dass wir am Ende des Tages mit Hassan diesen Mann gefunden haben, der unser totales Vertrauen hat. Uli hat ja mit seinen Kollegen im Aufsichtsrat am Wochenende das Thema auch nochmal besprochen. Es war einhellige, einstimmige Meinung, dass Hassan der richtige Mann hier ist, der unser totales Vertrauen hat. In dem Zusammenhang muss man natürlich schon sagen, weil Sie, Herr Hoffmann, gesagt haben, es haben viele Namen rumgegeistert. Effektiv waren es 2. Für die anderen sind wir nicht verantwortlich. Ja, wenn irgendeiner nicht bei 3 auf dem Baum war, war er ja auch Sportdirektor beim FC Bayern. Bei manchen, das waren die einzigen, mit denen wir uns wirklich beschäftigt haben. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist das ja auch, in dem Kreis mit Eberl und Lahm kann man sich ja auch ganz gut wohlfühlen. Ja? Sie haben gesagt, Sie sitzen auf der Bank. Wie ist es dann? Werden Sie einer sein, der Schiedsrichterentscheidungen und solche Dinge alle ruhig und entspannt? Oder werden Sie so wie Ihr Nachbar oder der Herr Sammer das früher gemacht haben, auch mal an der Seitenlinie entlangziehen und sich so dazwischen schmeißen? Ja, also heute ist das, glaube ich, ganz wichtiger Platz, glaube ich, auf der Bank, ganz wichtige Position. Muss man sehen. Aber ich denke schon, dass es Situationen geben wird, wo ich natürlich auch handeln werde und natürlich mit dem Trainer auch Sachen absprechen werde. Oder auch nicht. Aber sicher ist das eine wichtige Position da. Und ja, lassen Sie mir erst mal anfangen, dann werden wir das sehen. Also ich außerdem haben wir doch jetzt den Videoschiedsrichter, ist doch gar kein Problem mehr da. Karl-Heinz und ich haben den Hassan, egal in welcher Position, immer so kennengelernt, dass du bei ihm nie sicher sein konntest, dass er dir alles, was er gedacht hat, um die Ohren gehauen hat. Ob man Vorstandsvorsitzender ist, Präsident, Manager. Und das hat ihn immer ausgezeichnet. Und das erwarten wir auch jetzt von ihm. Auf dem Platz, gegen den Trainer, gegen die Spieler, gegen alle in diesem Verein. Er muss sich eine Meinung bilden und die muss er vertreten. Und ich glaube, das ist eine Eigenart, die ihn auszeichnet und die zeichnet ihn für diese Position exzellent aus. Herr Hoeneß, wie wichtig ist es für das Selbstverständnis des Clubs oder wie sehr entspricht es auch Ihren Gedanken, dass so ein Mann wie Hassan, der so viele Jahre das Bayern-Trikot getragen hat, und Erfolg hat, jetzt in diese Position reinholt? Das war ja eventuell ein anderer Mann wie Max Eberl, der jetzt nicht ganz dieses Bild ausstrahlt wie Hassan. Wie sehr freut es Sie, dass da so ein Kreis geschlossen wird? Es ist ja kein Geheimnis, dass Max Eberl ein Mann war, mit dem ich sehr sympathisiert habe. Der kommt auch aus dem Club, hat hier gespielt. Aber manchmal hat man auch das Glück, dass später dann vielleicht noch eine bessere Lösung kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mit dieser Lösung sehr, sehr zufrieden, weil sie eigentlich in das passt, was wir, glaube ich, so in den nächsten Jahren vorhaben. Wieder ein bisschen back to the roots. Wir bauen gerade ein Nachwuchsleistungszentrum. Wir wollen wieder das Mir-Sein-Mir-Gefühl in diesem Verein stärken. Und wer kann das besser als Hasan Salihamidžić, der ja immer nach diesem Gefühl gelebt hat? Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir haben mal in Madrid gespielt gegen Real Madrid und da hat er den Roberto Carlos, der damals als Enfant terrible galt, so lange provoziert, bis er ihm die Nase gebrochen hat. Ja? Aber er hat ja weitergespielt und wir haben 4-2 gewonnen. Und das ist genau das,
was wir erwarten, dass, wenn das von oben ausgeht, dass es die Spieler auch machen. Dazu kann es unbedingt, wenn es mir vorher gesagt, wenn sich der neue Sportdirektor gut macht, nicht ganz blöde anstellt, hat er auch die Chancen auf dem Platz im Sport, also als Sportvorstand, im Vorstand. Ist das auch was, was sich reizt, weil es geistert auch immer der Name von Philipp Lahm rum, dass der vielleicht wieder zurückkommt, oder ist das zu weit weg? Wie siehst du das? Ich möchte erst mal anfangen zu arbeiten, ich möchte erst mal Leistung bringen, ich möchte erst mal alles kennenlernen, mich ankommen hier und was irgendwann passiert, lass uns mal dann irgendwann in 2-3 Jahren reden, aber ich vertraue den Herrn hier, ich vertraue unserer Vereinsführung und beim FC Bayern war es noch nie so, wenn einer gut gearbeitet hat, dass er schlecht behandelt wurde. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Gedanken gerade oder irgendwas, sondern ich möchte einfach Gas geben, ich möchte mit der Mannschaft arbeiten und dann alles andere schauen wir. Vielleicht noch 2-3 Fragen, Tom. Also eine kurze Frage, weil du die Mannschaft ansprichst. Und wie hat die jetzt eben in der Kabine darauf reagiert, auf deine erste Ansprache, dass du jetzt der neue Sportdirektor bist? Ja, ich denke sehr positiv. Also wir haben uns, ich kenne ja alle Spieler. Ich denke, wir, wie ich schon gesagt habe, ich habe auch geschaut, was wir für einen sensationellen Kader haben. Und wie gesagt, wir werden uns besser kennenlernen, alle natürlich, und werden uns sicher vertrauen. Und wenn wir das so, wie ich schon gesagt habe, an einem Strang ziehen, dann können wir ganz große Erfolge feiern. Und ja, da bin ich bereit. Also Sie haben Beifall geklatscht. Herr Verhoff noch. Herr Moding und Herr Hönes, Hassan hat für 3 Jahre unterschrieben. Heißt es damit auch, dass die Personalie Philipp Lahm jetzt für 3 Jahre erstmal ad acta gelegt ist, oder ist es trotzdem möglich, dass Philipp Lahm auch früher zurückkommt und dass man eben gemeinsam arbeitet? Nein, wir haben ja immer gesagt, die Tür für Philipp steht auf. Also nur eins, damit es auch geklärt ist, Hassan ist hier nicht der Platzwarmhalter, wie es so schön heißt, für Philipp. Es gibt ja hier mehrere Dinge beim FC Bayern. Wir haben Philipp immer gesagt, wenn er diese Frist, die er sich ja da selber auferlegt hat, irgendwann für beendet erklärt und Lust hat, beim FC Bayern in irgendeiner Funktion zu arbeiten, werden wir uns damit auseinandersetzen. Also die Tür für Philipp wird auch in der Zukunft aufbleiben. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wollen wir vielleicht die letzten 2 Fragen und dann. Dazu gibt es für die neue Rolle Personen, an denen du dich ein Stück weit orientierst, vielleicht dein Vorgänger oder andere Manager aus der Bundesliga? Also ich glaube, ich habe neben mir den Manager, wie Karl-Heinz gesagt hat, der ich weiß nicht wie lange, 25 Jahre, 30 Jahre beim FC Bayern geprägt hat sozusagen und ja, ich bin froh, dass er noch da ist, dass Karl-Heinz Rummenigge da ist und ich bin froh, dass wir so miteinander vertrauensvoll umgehen und dass wir uns alles sagen können. Sicher bin ich auch der Letzte, der nicht auf ein Rat auch gerne annimmt und deswegen freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Jetzt machen wir die Letzte, genau. Was bringen Sie denn schon mit für den Job aus den letzten Jahren und was fehlt Ihnen vielleicht noch, wo Sie denken, da muss ich nochmal ein bisschen gucken, wie ich das schnell aufnehme? Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass ich hier erstmal lange Zeit gespielt habe. Ich habe sozusagen die DNA des FC Bayern kenne ich absolut, kann mich 100% mit dem Club identifizieren. Darüber hinaus, ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man auch diesen gewissen Abstand dann irgendwann vom Fußball gewinnt. Ich habe hier auch viele andere Aufgaben übernommen. Ab dem 1.1. war ich Botschafter des FC Bayern. Und ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich fleißig sein werde, dass ich versuchen werde, ich kenne schon ganz, ganz viele oder alle Strukturen des FC Bayern und wir werden Gas geben und werden versuchen, das Beste draus machen. Ich glaube, es war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank an alle und wünsche noch einen guten und produktiven Abend jetzt an alle. Danke. Vielen Dank. Danke.